Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Patch 24.6 ist da und wir haben ihn noch gar nicht besprochen. Wir gehen einmal in-game und schauen uns jede Änderung in jedem Modi an, den es so gibt. In wenigen Sekunden, bis gleich. Ja, hallöchen, hier sind wir im wunderschönen Grusel-Hearthstone. Nicht wundern, wenn ich mal so ein bisschen runtergucke. Ich habe mir einen Spickzettel gemacht. Nicht, dass wir irgendwas vergessen. Das wäre ja grausam. Ja, ich dachte, wir gehen mal einmal alles durch. Ich weiß, dieses Video ist eigentlich schon einen Tag zu spät, aber ich wollte halt erst über die Erweiterung sprechen. Ich wollte erst über den Todesritter sprechen. Ich dachte, das ist ein bisschen wichtiger. Deswegen kommt dieses Video einen Tag später, als es vielleicht hätte kommen sollen. Aber ich denke, Patch 24.6 ist immer noch heiß genug und es stellen immer noch genug Leute Fragen im Chat auf Twitch. Deswegen denke ich, wir gehen jetzt einfach doch nochmal alles durch, was denn jetzt mit 24.6 eigentlich alles so passiert ist. Also zum einen wurde natürlich eine neue Erweiterung angekündigt und ihr könnt sie also vorbestellen. Im Shop findet ihr also das 80-Euro-Paket, das 50-Euro-Paket. Wie gesagt, auf die Pakete sind wir genug eingegangen in den anderen Videos. Hier ist Arthas Fahrt dabei, dieses Todesritter-Miniset, ansonsten das, was man so kennt. 80 Packs, Kartendrücken und so weiter und so fort. Also das ist also schon mal im Shop. Das ist schon mal Nummer 1. Eine Sache, die noch spannend ist: Diesmal könnt ihr bis eine Woche nach Add-on vorbestellen. Also ihr könnt nicht nur bis an den Tag vorbestellen, wo es rauskommt, sondern sogar bis eine Woche später. Also ihr könnt quasi warten, bis das Add-on raus ist. Ihr könntet euch 2-3 Tage die Sache angucken und könntet immer noch das Vorbestellerpaket kaufen. Also bis eine Woche nach Add-on-Release. Also theoretisch sollte es bis zum 13. Dezember also möglich sein. Am 6. kommt es ja raus. Also, das ist vielleicht eine wichtige Info. Bis eine Woche nach Add-on könnt ihr tatsächlich diese Pakete noch kaufen. So wird es zumindest gesagt. Wenn es am Ende nicht stimmt, dann haut mich nicht, aber so wurde es gesagt. Dann, wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr den Sonnenbrunnen. Den ersten, es ist doch, glaube ich, die erste neutrale Spell, oder? Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber es müsste der erste neutrale Spell sein. Ja, nette, lustige, ist keine großartige Megakarte. In einigen Decks ganz witzig. Ja, ein G-Schurke kann es ein bisschen benutzen. Der Magier castet die Karte, also Magister Dawn Grasp castet die Karte nochmal, weil es ein Heiligspell ist. Es gibt ein paar nette Interaktionen, das ist eine ganz nette ING-Karte auf jeden Fall. Die kriegt ihr geschenkt, wenn ihr euch einloggt und könnt ein bisschen Spaß damit haben. Ist, denke ich, wie gesagt, nicht die beste Karte, zumindest momentan, aber lustig ist sie allemal. Dann eine Sache, wofür wir kurz rausgehen müssen: Es kommen legendäre Helden-Skins. Den ersten könnt ihr ab nächster Woche kaufen, ist ein Todesritter-Skin, das heißt logischerweise, ihr könnt ihn nicht spielen. Also ihr könnt ihn kaufen, aber erst wenn das Addon rauskommt, erst wenn die Klasse draus ist, könnt ihr ihn spielen. Und diese legendären Helden-Skins sehen so aus. Die Idee an sich finde ich großartig. Und dass sie endlich mal in Standard irgendwas Neues machen, auch wenn es jetzt wieder Helden-Skins sind, man könnte ja auch mal aufs Board gehen oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, Arthas sieht ein bisschen so aus wie irgend so ein 35-jähriger Dude, der 16 Stunden in der Kneipe verbracht hat, morgens um 9 auf dem Weg nach Hause ist und noch beim Bäcker hält und noch 2 Brötchen mitnimmt. Irgendwie passt es nicht. Also jegliches Feedback, was ich auf Twitter gelesen habe, wirklich eigentlich alles oder auch auf Twitch, ich habe nicht einmal was Positives gesehen und eigentlich so gut wie jeder war eher negativ eingestellt. Ich meine, ja, man muss es in-game sehen, aber ganz ehrlich, es wird ja in-game so aussehen. Also das ist ja in-game quasi, das ist ja einfach ein Bild, ein GIF. Also, na ja, selber in-game nochmal muss man das sehen und das wirkt dann bestimmt nochmal ein bisschen anders. Aber mein Gott, eigentlich will ich dafür gerne Geld ausgeben und eigentlich möchte ich das echt gerne kaufen, aber ich finde es halt echt nicht geil. Und wenn man den normalen, also wenn du das normale Lich King-Profilbild siehst, das Standardding, das sieht halt total geil aus. Und das Ding ist echt nicht so. Ich meine, die Idee ist cool, dass bei den Emotes, der so Bewegung macht, großartig. Naja, also ja, das kommt auf jeden Fall. Ab nächster Woche könnt ihr das kaufen, den. Und dann werden wahrscheinlich ein paar weitere folgen. Idee finde ich cool. Optisch irgendwie passt nicht so richtig ins Spiel. Und der sieht auch wirklich nicht so geil aus, finde ich. Aber man muss es nochmal im Spiel sehen. Wie ist eure Meinung dazu? Wie findet ihr Mr. 5-Tage-Bart Arthas? Ja, keine Ahnung. Gut, was hätten wir da? Ich gucke mal kurz auf meinen Spickzettel-Chat. Event, da steht Event. Was heißt das? Halloween. Wir haben Halloween. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig. Also ihr habt hier unten den Button, Tagebuch. Da könnt ihr draufklicken und habt hier oben so einen schönen Halloween-Button. Und dann seht ihr, die haben das Event ein bisschen überarbeitet. Bisher kamen Events ja immer, ihr hattet so eine Questreihe und dann war es das. Jetzt habt ihr so ein bisschen Optik. Es sieht ein bisschen hübscher aus.
Und ihr kriegt halt jeden Tag zwei Quests. Eine Quest, die so ein bisschen Story-gebunden ist, übertrieben, aber sie hat halt mit den Karten zu tun, die ihr bekommt. Also hier zum Beispiel muss ich jetzt Prinz Kelleses, Taldaram oder Valana spielen. Das sind halt diese drei Prinzen aus der Ritter des Frostthrons Erweiterung. Vorher musste man schon mal drei Heldenkarten spielen aus der Erweiterung. Also diese Quest hat auch wirklich mit den Karten zu tun, die man jetzt bekommen hat. Und das hier ist einfach, friert 10 Diener ein, spielt 10 Diener mit Kampfschrei, gewinnt 2 Games. Also eine Quest ist immer so Larifari normal und eine hat so ein bisschen was mit den Karten zu tun. Auf jeden Fall bekommt ihr dafür diese komische neue Währung, die halt für diesen Belohnungsweg ist. Und ihr bekommt für jedes Game, also wenn ihr spielt, dann steht da plus 5, plus 6, plus 10, bekommt ihr nach Games. Und das ist halt eure Erfahrungspunkte für diesen Belohnungsweg des Events. Und bei 1000 bekommt ihr halt Tyrande, also bei 1000 gibt es den Skin, dann ist fertig. Also dieses Event zu erfüllen in 14 Tagen, dieses Event läuft 14 Tage, jetzt läuft noch, also es läuft noch 12, es lief 14 Tage. Also in 2 Wochen dieses Event zu erfüllen, ist wirklich strunzen einfach. Theoretisch könnte man es schon fertig haben, wenn man ganz viel Hearthstone spielen würde. Loggt euch einfach täglich ein, macht die beiden Quests und dann habt ihr es locker. Wahrscheinlich nach einer Woche oder so. Ja, ihr bekommt halt 2 Battlegrounds-Emotes, ihr bekommt 4 Packs insgesamt und ihr bekommt am Ende halt den Priester-Skin. Wie gesagt, geht auf euer Tagebuch, hier oben ist das. Jeden Tag 2 Quests, ihr müsst 1000 Erfahrungspunkte sammeln. Durchs ganz normale Spielen, wie gesagt, bekommt ihr auch 5 oder 5 bis 10, wenn ihr gewinnt oder verliert. Genau, im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, ist es eigentlich nichts anderes als vorher. Du hast ein Event, du kriegst 4 bis 6 Packs und fertig. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen hübsch gemacht, mit ein bisschen Arbeit verbunden, mit ein bisschen Quests. Es ist einfach befriedigender. Es ist befriedigender, Erfahrungspunkte zu bekommen. Es ist befriedigender, Quests zu erfüllen, so einen Balken voll zu machen. Aber im Endeffekt bekommt man trotzdem 4 Packs und halt einen Skin. Das hätte man auch anders verpacken können in so einer legendären Questreihe. Ich finde es gut, ich finde es wesentlich schöner. Aber am Ende ist es auch nichts groß anderes als vorher, nur optisch aufgepimpt. Genau. Wie gerade schon erwähnt, in eurer Sammlung befindet sich jetzt das komplette Ritter des Frostthron-Set. Also über das Event sind die ganzen Frostthron-Karten bekommen. Diemhunter ist falsch, weil Diemhunter hat keinen. Diemhunter gab es damals noch nicht. Aber ihr seht hier, Uta der Schwarzen Klinge ist zum Beispiel im Set. Oder Anduin, hier Erzbischof Benediktus. Ich meine, es sind halt 135 Karten, aber ich... Schattenherrscher Anduin hier, die sind einfach bei euch drin. Die sind in golden, also ihr habt sie in golden, wenn ihr so ein Achievement erfüllt habt. Die sind im Kernset. Ihr kennt ja das Kernset. Das Kernset sind die Karten, die alle geliehen bekommen habt vom Blizzard. Die ändern sich ja jedes Jahr ein bisschen. Und in dieses Kernset sind die Karten reingegangen. Das heißt, die sind auch nur geliehen. Ihr habt die nicht geschenkt bekommen und könnt sie disenchanten. Die sind quasi geliehen. Und ihr habt sie in golden, wenn ihr diese Achievements erfüllt habt, dass ihr irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Hearthstone-Siege habt, dann habt ihr sie in golden. Wenn ihr nicht so viel Hearthstone spielt und ihr habt nicht so viele Siege, dann habt ihr sie halt nur in normal. Aber in normal habt ihr sie auf jeden Fall, wenn ihr denn auf dem passenden Patch seid und ihr den Patch auf dem Handy oder Tablet auch installiert habt. Gestern war irgendjemand im Chat, der hatte irgendwie scheinbar das Ding auf dem Handy noch gar nicht gepatcht und deswegen hat er die Karten nicht gehabt. Aber wenn ihr auf dem aktuellen Stand seid, 24.6, dann sind diese 135 Karten einfach in eurer Sammlung ganz normal drin. Wichtig, geht nicht auf Ritter des Frostthrons hier. Also hier, das geht nicht. Dann seht ihr die Karten, die ihr habt. Also die Karten habe ich jetzt wirklich hier. Den könnte ich disenchanten, weil den besitze ich. Also das bringt nichts, ne? Einfach ganz normal auf eure Standardkarten gehen und da sind die einfach hier mit drin. Und ganz wichtig, das Event läuft nur 14 Tage. Also dieses Horror-Event läuft 14 Tage, beziehungsweise jetzt noch 12. Die Ritter des Frostthrons-Karten sind bis zum nächsten Add-on. Also die könnt ihr bis zum 6. Dezember, also bis zum neuen Add-on könnt ihr die spielen, bis zum 6. Dezember. Ja, dann gab es Battlegrounds, gab es Updates, da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Also es gab Balance-Updates, es gibt neue Quests, es gibt neue Diener, es gibt einen neuen Helden, es gibt gebalancete Quests, es gibt gebalancete Diener, es gibt gebalancete Helden. Also Battlegrounds gab es wirklich ein großes Update, viel Balance-Änderungen, einige neue Dinge, also insofern einfach neue Sachen. Und was hier noch ist, es gibt den Preishammer. Und das können wir jetzt zusammen hier machen. Den könnt ihr kaufen, aber einen habt ihr kostenlos. Ich habe jetzt hier diesen Hammer und es gibt diese 10 Gegenstände. Und jetzt kann man hier irgendwie draufhauen. Ich weiß nicht, ob ich entscheiden kann, was ich bekomme oder ob es random ist. Ich schau mal. Ich klicke mal hier oben auf das Schlachtfeld. Das hätte ich gerne. Ah, okay. Okay, also es ist ziemlich random, es blickt so durch. Ich habe einen Lady Varsh Skin episch bekommen. Ich meine, der Skin ist ganz cool, muss man sagen, ist ja sogar animiert. Also ist ein netter Skin. Ja, das habe ich jetzt, also einmal, ihr geht hier auf den Preishammer, ihr könnt es einmal kostenlos machen und ihr seht, das sind hier 10
Das sind jetzt 10 Sachen, glaube ich. Und um die jetzt noch komplett freizuschalten, müsst ihr halt kaufen. Der kostet jetzt 10 Euro, also 10 Euro oder 1000 Runensteine, also 10 Euro. Den könnt ihr jetzt kaufen. Dann könnt ihr direkt nochmal zweimal hämmern. Also ihr könnt direkt noch 2 Sachen freischalten. Und dann müsst ihr spielen. Immer wenn ihr die Top 4 erreicht, habt ihr einen Preishammer. Also ihr kauft quasi direkt 2 Emotes oder 2 Sachen. Und dann müsst ihr für den Rest spielen. Immer wenn ihr die Top 4 erreicht oder besser werdet, oder also Vierter, Dritter, Zweiter, Erster, dann könnt ihr einmal hier hämmern. Also im Endeffekt kann man aber schon sagen, für 10 Euro bekommt ihr das alles. Also für 10 Euro bekommt ihr das alles, wenn euch das. Nur ihr müsst halt ein bisschen ihr müsst halt ein bisschen Battlegrounds spielen, damit ihr das alles bekommt. Ihr müsst halt einmal jetzt 10 Euro bezahlen und dann könnt ihr direkt zweimal hämmern. Dann müsst ihr immer Vierter werden oder besser, damit ihr nochmal hämmern dürft. Ja, das wäre die große Battlegrounds-Neuerung. Söldner, es gab einiges im Söldner-Modus. Auch da können wir zusammen was tun. Es gibt zum einen, das Aufgabensystem wurde überarbeitet. Ihr könnt jetzt, also ihr geht hier auf euer Lagerfeuer in der Mitte, dann habt ihr hier den Button und jetzt seht ihr hier, ihr könnt alle Aufgaben, die es gibt, habt ihr jetzt gleichzeitig. Und immer die Söldner, die in eurem Team sind, also die ihr gerade spielt, die Aufgaben erfüllt ihr. Also hier seht ihr, die kann ich alle noch machen, die ganzen Söldner. Und ich habe halt schon recht viele gemacht. Es gab eine Zeit, da habe ich ziemlich viel Söldner gespielt. Deswegen, die habe ich alle schon fertig. Alles fertig, alles fertig, alles fertig. Die seht ihr aber auch hier. Und alle Söldner, die ihr noch nicht fertig habt, sind weiter oben. Und ihr könnt euch jetzt also 6 Söldner ins Team packen und alle Aufgaben machen. Ihr müsst nicht mehr Aufgaben farmen. Die sind einfach jetzt hier und ihr könnt die alle quasi erledigen. Das ist die große Änderung Nummer 1. Es gibt ein neues Event. Ja, es gibt wieder ein Event, Rattlegore. Ich habe hier, wie ihr seht, noch nicht angefangen. Das ist das erste. Ihr kriegt Rattlegore als Söldner, ihr kriegt ihn in Golden und ihr kriegt halt Münzen. Also ihr könnt wieder so ein Event. Das Event läuft bis Ende November. Ich glaube, bis zum 29. November läuft das Event. Oder so. Ziemlich genau bis das Add-on rauskommt von WoW. Also das passt. Ja, könnt ihr also machen. So ein Event spielen, auch das ist neu. Und die größte Neuerung ist das Ruhmsystem. Ihr könnt jetzt überflüssige Münzen. Also ihr seht, hier unten ist das Ding. Ne, ihr seht es nicht, warte. Da ist dieser Button. Unten rechts. Und auf den klickt ihr jetzt drauf. Und dann kommt es. Und ich habe es auch noch nicht gemacht. Also ihr kriegt für 10 überzählige seltene einen Ruhm, für überzählige epische 5 einen Ruhm und für 2 überzählige legendäre einen Ruhm. Also umso besser die Münzen sind, umso mehr Ruhm geben sie. Und den Ruhm könnt ihr jetzt, diese Münzen könnt ihr jetzt in Ruhm umtauschen. Das machen wir jetzt mal. Yay, geil. Und jetzt habe ich 21.000 Ruhm und den kann ich jetzt dann in Münzen umwandeln für Söldner, die ich noch nicht habe. Ja, und das geht jetzt zum Beispiel hier. Ich mache das jetzt mal. Ich habe jetzt hier, ja, jetzt kann ich 225 Ruhm benutzen, um 75 Lady Varsh Münzen zu kriegen. Okay, mache ich doch. Großartig. Und hier kann ich zum Beispiel 200 Münzen um 100. Also Lady Varsh war episch, deswegen Lady Varsh bekomme ich weniger und muss mehr ausgeben. Sinestra ist nur blau. Deswegen bekomme ich für 200 100. Und für eine epische müsst, also für eine legendäre müsst ihr natürlich am meisten Ruhm für am wenigsten Münzen ausgeben. So ist das System halt, ne? Kann ich das machen? So, jetzt habe ich das gemacht und jetzt morgen kommen 2 neue und morgen kann ich meine Münzen neu. So habe ich das jetzt verstanden, dass das, glaube ich, so immer funktioniert. Und hier ist, glaube ich, auch ein bisschen anders, da ihr jetzt ja ihr habt ja die Aufgaben jetzt alle immer dauerhaft. Es gibt hier so andere Aufgaben. Also ihr müsst hier irgend so ein Kopfgeld abschließen mit einem bestimmten Diener. Also ihr müsst Kopfgeld Rotemar machen und ihr müsst Leeroy in der Gruppe haben. Solche Aufgaben sind halt jetzt hier, weil ihr könnt ja alle Aufgaben hier jetzt gleichzeitig machen. Das wäre also Quatsch, wenn sie hier sind. Insofern hier ist jetzt zum einen diese Umtauschoption, zum anderen ihr müsst spezielle Dinge erledigen. Genau. Ja, das wäre es für Söldner. Was haben wir noch? Stimmt, den stiefmütterlichen Modus, den keiner mehr irgendwie so auf dem Schirm hat. Arena. Arena hat tatsächlich auch wieder eine ganz coole Sache. Dual Class. Oh. Yay! Großartig, okay. Dann machen wir mal eben kurz, warte. Ich habe mich angemeldet, bevor wir einmal, bevor die Reset kam. Ja, nett, haben wir ein Pack bekommen, sehr schön. Und es gibt jetzt Dual Class Arena. Das heißt, ihr wählt 2 Klassen. Ja, mache ich mal. Also ihr wählt als erstes eure Klasse. Dann nehme ich jetzt mal Magier. Und als zweites wählt ihr eure Heldenfähigkeit. Also ihr wählt eine zweite Klasse. Ich bin jetzt Magier und ich wähle dazu jetzt die Hunter-Heldenfähigkeit. So, das heißt, ich müsste jetzt also Hunter- und Magier-Karten angeboten bekommen. Ich mach mal kurz. Hunter-Karten habe ich schon mal.
ob irgendwo auch eine Magierkarte kommt. Da ist eine Magierkarte, also ihr seht, Magier- und Hunterkarten werden mir jetzt angeboten. Also ihr könnt also jetzt quasi mit zwei Klassen Arena spielen, das ist durchaus eine recht große Änderung. Und eine letzte Sache, die ich euch jetzt hier nicht so richtig zeigen kann, aber die ich euch nur erzählen kann. Decks für neue Spieler. Wenn ihr komplett neu seid, bekommt ihr ein Deck geschenkt und wenn ihr zurückkommt, und zurückkommen heißt 90 Tage kein Hearthstone gespielt, dann bekommt ihr ein Deck geschenkt und dieses Deck könnt ihr diesmal leihen. Es sind, glaube ich, sechs Decks, also es gibt, glaube ich, sechs Decks und die könnt ihr euch eine Woche leihen, eine Woche austesten und erst nach dieser Woche müsst ihr euch entscheiden, welches ihr nehmen wollt. Also entweder 90 Tage nicht gespielt oder neuer Spieler sein. Wenn ihr aber neuer Spieler seid, ihr bekommt auch nicht instant das Deck. Ihr müsst euch erst durch das Tutorial spielen, ihr müsst die Klassen auf Level 10 bekommen, ihr müsst euch durch die Anfängerladder prügeln. Es gibt eine Anfängerladder, die geht von Level 40 bis Level 1. Durch die müsst ihr euch durchspielen, da bekommt ihr auch viele Belohnungen. Und erst wenn ihr dann Bronze 10 erreicht, also wenn ihr auf der ganz normalen Ladder seid, ihr Bronze 10 spielen könnt, wenn ihr da seid, dann könnt ihr euch ausloggen, einloggen und dann müsstet ihr das Deck geschenkt bekommen, beziehungsweise halt erstmal leihen können. So habe ich das verstanden. Okay, ich glaube, das war es alles. Jetzt müsstet ihr bereit sein und alles verstanden haben, was dieser Patch bringt und birgt. Hoffe ich zumindest. Wenn es noch eine Frage gibt, dann stellt sie in den Kommentaren, dann beantworte ich sie da. Ja, viel Spaß mit dem Patch, viel Spaß mit der Vorfreude auf das Add-on. Und wie gesagt, ab jetzt, denke ich, beginnt, ich glaube, wir können jetzt so langsam anfangen, die Karten zu besprechen. Da freue ich mich drauf. Ist auch mal eine sehr nette Sache, was wir zelebrieren alle 4 Monate. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bleibt gesund, bleibt friedlich. Hallo, Tschüssi. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen, um das zu gewährleisten. Am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und ja, bis dann, Freunde.